Und guten Abend, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen bei mir im Stream. Mein Name ist Gerun, wie immer. Und wir spielen heute Holy Potatoes, a Spy Story. Genau. Wir haben ja schon ein Holy Potatoes Spiel gespielt, und zwar Holy Potatoes, a Weapon Shop. Zwischen diesen Spielen liegen ganz schön viele andere. Irgendwie, ich glaube, 4 Stück oder 5 Stück? 3 Stück auf jeden Fall. Genau. Und mittlerweile ist ihm jetzt, wie gesagt, dieses neue rausgekommen, A Spy Story. Und ich bin mal ein bisschen gespannt. Mir fällt aber schon auf, dass das Logo hier, das schön scharf geschrieben, scharf gestochen, aber irgendwie die beiden dahinter sind. Die haben. Die Auflösung von dem Bild ist total kaputt. Das ist ein bisschen seltsam. Mal kurz mal so ein Screenshot von machen. Ne? Und guten Abend, wie so ein schönes reinschaust. Wie geht es dir dann? So. Genau, wir können auch übrigens die Einstellung. Das sind die Audioeinstellungen. Es war irgendwie trotzdem laut. Es ist total weird. Aber ja. Genau, wir schauen jetzt mal an. Neues Spiel, neues Glück. Und dann schauen wir mal. Das ist ein Screenshot, dann am besten twittern. Ja, das twittern wir nachher. Oder schicken wir den nachher auf Discord. Wir spielen jetzt auch noch mal auf normal. Boah, ich habe keine Ahnung, wie das Spiel ist. Nee, nee. Wir schauen, dass wir das auf Discord hochladen. Das Gute ist ja tatsächlich, dass Twitter, also die Mobile-Versionen sind schon ein bisschen scheiße, weil da hast du dann immer die runtergerenderte Version. Aber im Desktop-Client, wenn du da dann das Bild anzeigen lässt und dann auf Originalgröße stellst, dann siehst du auch tatsächlich das Originale, was hochgeladen wurde, wenn ich das richtig weiß. Von daher. Auch das ist dann nicht original. Okay. Das heißt, so als ein potenziell runtergerechnetes Original. Okay. Ja, es ist auf jeden Fall total seltsam. Ich weiß nicht, ob man das im Stream überhaupt gesehen hat, dass das Logo scharf war und irgendwie die Hintergrundcharaktere total unscharf. Also tatsächlich so mit diesem Anti-Aliasing-Treppen-Effekt. This may sound weird, but my mechanical arm has been making funny noises. I swear it's been talking to me. No one must know about this. It would totally ruin my cool guy image. Ha! I heard that, Ren! A talking arm! Forget what I said. Nothing just happened. Was? Was ist das für ein Gesicht? Oh, look, it's our client. What you looking at, Billy? Oh, nothing! Nothing, I'm sure. That looked like excellent blackmail material. Did you post it yourself? Well, no, of course not. Haven't you seen Facebook? G. Iron and his gang totally got me. Oh, the big G. I heard he steals and extorts lunch money from the young spudlings. I heard about your spy agency. We're hoping you guys could help me out. He's always trying to find ways to humiliate me. I don't know how to stand up to him. Du hast gerade kein Vollbild. Ja, sch okay. Ja, dann schade. Just go to. Entschuldigung, ich hab's heute irgendwie mit Stimmen. Ich krieg meine Stimmen nicht hin. Das ist total schlimm. You just gotta throw a few punches right in his acupoints. Violence isn't always the solution. Alternatively, I can build Billy a non-lethal Turbio. Turbio was? Turbio?
turbos palm squeezer pistol, designed to be easily concealed and also great for soft protection. Yes, yes. You need to be armed. The arm. Armed. Wait, did your arm just talk? It unfortunately did, and you're going to get Billy expelled. The pistol is a terrible suggestion. They're not as terrible as the joke that came after. You're luck, Billy. Ren and I will sell this for you. How is this even a job for spies? Don't listen to him, Billy. As Albert Freistein once said, great spots have always encountered violent opposition from mediocre minds. Are you implying my mind is mediocre? Well, if you could solve my problem with G.I.N., then I guess... Yeah, settle in. You handle this case. Yay. Oh, nein, nein, Wieso? Das ist ja genau das Problem. Wir nehmen nicht in Stimmung, ansonsten könnte ich das doch sehr viel besser. Also meine Standardstimme ist, glaube ich, ganz okay wieder. Aber irgendwie komme ich heute nicht in die Stimme rein. Tja. Da, weißt du, Wortwitze, voll gut. Aber du hättest fragen müssen, ob ich nicht in Stimmung bin. Das hätte mehr Sinn gemacht. So, wie nennen wir unsere Agentur? Unsere tolle, können Sie Spatz nennen? Oder wie nennen wir sie? Also wir könnten jetzt entweder sagen, wir probieren irgendwie aus Gerun ein Akronym zu machen oder aus Game Lab. Agent McAgency Face. Genau, der ist das bestimmt. Der ist hier so. Da hast du richtig gut gemacht. Agency McAgency Face. Okay. Nein! Ich kann Face nicht hinsetzen. Oh. Bitter. Gut. Obwohl, wenn eventuell wird dann die Agency immer dran fühlen. So. Das heißt, unsere Agency heißt McAgency Face, weil vermutlich wird immer wieder das gesagt, dass sie davor heißt Agency. Ansonsten wäre es ja die Agency, Agency, McAgency Face. Und das sind schon ganz viele Agencies dafür, dass es nur eine ist. So. Omelette Village. Voll gut. Okay, das war gerade weird. Let's hire our first spy. Click on the Spy Academy. Okay. It's a me, Super Mario. Mamma mia, isn't she the go-kart racer from the racing team Super Mario Sisters? Let's see how good she is. The four stats of a spy are fight, intelligence, stealth, and charm. You can view the spy's job class specification by hovering over the info again. Oh. So, focus also. Super Mario seems like a promising candidate. Let's hire her. Time to enhance our spy. Since Super Mario is an analyst, let's boost the intelligence even more. Okay. Online Kurse, eh? Let's go! Achso, warte, ich muss dich weiblich springen. Online Kurse, let's go! So, nice, 14 Punkte mehr. Das hat sich ja richtig gelohnt. Success! Look at how much more intelligent Super Mario has become. Welcome to a spy agency, Super Mario. So, das heißt, hier haben wir jetzt. Time to make preparations for our first mission. How about we gather some information about G.I.N. first? Maybe we can use something against him. My superior brain cells have been activated to achieve the peak of enlightenment. Not again. Next time, just say I've got another horrible idea. Hey, you haven't been. You haven't even heard of it. Warte, Bison, hast du gerade versucht Applaus zu machen, obwohl uns kam kein Applaus hier an? Ach so, nein. Doch, komm an.
Gut. Ich habe gerade nicht mehr im Kopf gehabt, ob es tatsächlich ankam. Genau, habe ich nur nicht mitbekommen. Aber Bison, wie geht's dir denn eigentlich so? Hattest du eine gute Woche? Hast du ein schönes Wochenende vor dir? All we need is one of my greatest inventions of all time, the spy booger. We just need to plant this little sneaky guy in Ian's room and we'll soon have some dirt on that spud. That's quite disgusting, but might do the trick. Ren, don't ever use my fingers to pick your nose. It makes some tiny booping noise, but I don't think he'll notice. Let's go! Stimmt. Piepende Geräusche. Pff, ignoriert man eh immer. Ist ja nicht so, als hätte man ständig einen Wecker, den man ignorieren würde. We have a new mission. The mission list is all our available missions. So, auf zum Mission Hub. We need to send a spy on a mission. Jetzt holen wir einen aus. Wie ist mit der Super Mario? Okay, click on the first object. Obstacle. The Bull Guard's weakness is intelligence. That's also a spy's high stat. Let's use an intelligence-based action trick. So, great, now on to the next one. Nonchalant Guard. He is resistant against to intelligence, but weak against stealth. Resistant to intelligence. Intelligence, das hört sich fast so für mich nach dem Standard-Trump-Wähler an. But weak against stealth. Let's use a stealth-based action. Evade. So, schön. Good, this is a low-risk mission plan. Risk level is calculated based on spy stats and actions chosen. The higher the risk, the more likely the mission will fail. Alright, enough planning. Alright, enough planning. Let's go! Und hallo Dorado, schön, dass du da bist. Wie geht es dir denn? Ist angetrunken und hat das erste Mal das Ü vergessen. Das ist voll okay, lieber Bison. So, this is the mission log. It shows us the effectiveness of the actions we chose. Summarizes set off from base. This suspicion meter. Vielen, vielen Dank, Dorado. 17 Monate. 17 krasse Monate. Wir sind bald bei anderthalb Monaten, bei anderthalb Jahren angekommen. Vielen, vielen Dank für deinen durchgehenden, anhaltenden Support. Mann. Krasser Shit. 17 Monate, ey. Mann. Ich hoffe, dir geht's gut. Wie geht's dir denn? So, ach ja, über uns sehen wir ein bisschen Everspace-Werbung. Das finde ich ganz passend, weil eigentlich sollte demnächst auch wieder ein bisschen Everspace bei mir gespielt werden. Ach ja, und genau, ich habe noch irgendwie 3 Everspace-Keys, die werde ich dann irgendwie mal loswerden müssen. Ich glaube, ich muss mir einfach mal was Gescheites überlegen für unseren 1000. Follower. Und genau, dann machen wir das da. Dann explodiert einfach alles hier und 1000 Follower Party. So, this is the suspicion meter. If the meter becomes full, we will fail the mission. You can click this button to abort the mission. Spies take longer to recover if the mission fails. Be ready to recall them when necessary. Now let's see how well Super Mario performs in this mission. Wait for the mission to complete. It's super effective. Voll gut die Animation da unten. We completed our mission. Yay! We'll receive more rewards if we score better grades. So let's try our best. So, gut. S-Ranking sogar, das ist eins der besten. Und viel Geld. So, mir geht's gut. Bin nur leider schon mit... Was? Schon durch? Krass. Ich find's super witzig, dass hier einmal die Teles-Buddies hängen. Da my little... Paddy?
My Little Spuddy, vermutlich. My Little Spuddy's Potatoes is Magic's. Friendship is Potato. Oder Potatoes Magic. Irgendwie sowas. Und was auch immer das ist. Und hier unsere total versteckte Abhör. Drohne. Nee, nicht Drohne. Abhörgerät. 8 Stunden, krass. So schnell durch. Aber hat Spaß gemacht. War's gut. What's that noise? Ah, whatever. We've hit solid gold, sheeple. Look at what we've recorded. Such a sensitive soul. It has a stuffed bunny. I know just what to do with this. Let's make this his Facebook profile picture. That sounds slightly risky. Let's organize some training for our spies first. Aufgrinsen, das hat sich der Gute. That was exciting. My heart is still a racing. Well, I used to be a racer. I'm tired. Can't wait to get back and take a nap in the barracks. It's a rest time. So, zack, now the. That was wild. Let's give her some time to rest. Meanwhile, let's prepare for the next mission. Super Mario has a high intelligence, but her other stats are pretty low. Let's build a training facility to improve her stats. Build mode? It's the build mode. Use this mode to arrange the buildings in our base. Click build facility. Spies need to be proficient in multiple stats to encounter different obstacles. Let's train Super Mario in stealth. Select Koochie Tunnel. Okay, bauen. Buildings need to be connected to a path to function. This seems like an ideal spot. You can destroy and move buttons to organize our base. The path button allows us to build paths to our buildings. Cool. Nice, now let's check out on our spies. Click the back button to exit the build mode. Phew, I'm already fueled. So, seems like Super Mario has a good rest. Now let's start her training. So, are you ready? Yo. I'm gonna get out these pesky banana peels. So, so, so. Bisschen warten. Wahoo! Wahoo! I feel much stronger now. I'm ready to take on the world and save my prince. Sehr gut. That's probably enough for now. Let's not overwork Super Mario. Well done. Let's take a look at the other tasks. Click the task panel. Here's our main task. It's what we should be working towards. Good. Cite these tasks are displayed here. Complete them to get rewards. Okay, das heißt, wir peuern jetzt mal einen weiteren an. So, also. So. Komm, du darfst weitermachen. Außerdem heuern wir was? Noch gibt es niemanden. Schade, schade. So, können wir hier ein bisschen schneller machen? Ja, wir können schneller machen. Komm, soll sie weiter trainieren. Kann man das noch schneller machen? Nee, irgendwie nicht. Schade. Und Gamestron, Servus. Schön, dass du reinschaust. Wie geht es dir denn? Ich hoffe doch sehr, sehr gut. Hold up! Looks like we're about to run out of time on our main mission. If the main mission expires, it's game over. Now hurry up and prepare for the mission. Ja, ja. 6 Tage sind es noch. Was will er denn? Bist ja gleich fertig hier. Okay, komm, hier, Endtraining. Dann geht's jetzt hier mal. Gehen wir jetzt mal hier hin. Wählen die aus. Und dann... So. The Mysterious Guard. Alert Guard. Fach. Gegen kämpfen.
Ja, yeah, aber da sind wir nicht gut drin. Dann tricken die einfach. Und den hier, den tricksen wir auch aus. Probieren es zumindest. Und Yukano. Ja, ich habe dich tatsächlich überlesen. Sorry dafür. Schön, dass du da bist. Wie geht es dir dann? Serious Guard, this trick, und it's super effective. Schön. Und auch sie verarschen wir. Schön. Zack, über. Geschafft. Und SNES ist es gar nicht. Sondern das ist einfach Poly Potatoes. Genau, ich habe dich tatsächlich gerade überlesen, weil ich noch dachte, dass es Dorado ist, der da geschrieben hatte. Und von Dorado hatte ich ja eigentlich alles gelesen. Ah ja. Aber schön, wie geht's euch denn? Genau, den Gamesrunde geht's gut. Das freut mich sehr. Ich hoffe doch auch, dem Mikano geht's gut. Es war echt schade, dass du am Mittwoch nicht dabei sein konntest, by the way. I even included code that prevents the photo from being deleted. Ha! Sehr gut. I feel kind of bad for G.I. though. We're just giving him a taste of his own medicine. I guess I'll remove the code if G.I. and deletes the unfluttering photo of Billy and stops bothering him. Thank you, Rexaran. You guys are so cool. If only I weren't so cowardly, maybe I could be a spy too. You're always free to join us when you're ready. Arkham-Schnitzeln. Shit. Könnte ich ja mit dem neuen Rechner tatsächlich auch mal ausprobieren. Also mit meinem Laptop. Das sollte funktionieren. Ja, glaube ich, dass du dich geärgert hast. A spy found this 3D-printed safe icon. Why would anyone make such a thing? Holy Hyperbole! It's not a 3D-printed safe icon, Ren. It's a floppy disk! According to my research, it was a widely used data storage device in the 20th century, even before flash drives were invented. Wow, this must be a rare ancient artifact. It probably contains a ton of great secrets. Probably not a ton, since each disk only has a storage size of 1.44 megabytes. 1.44 megabytes? What good would that do? Any idea on how to decrypt this codex? The beams of inspiration from above have intercepted my brainwaves to bestow upon me a grade. Stop that! We need a description lab. We have to obtain some software and blueprints and build our own computers and cipher machines and then start hacking. Calm down, Rexa. It's just one codex. Hey, those will come in handy in our spy business. Fine, fine. We'll figure out how to build one. So, genau, die Maria ist jetzt auch wieder nach Hause unterwegs. Extinction ist nicht schlecht. Ah. Dann noch tatsächlich mal mehr Grund noch für mich dann. Was macht die? Achso, Recovering. Okay. Da mal zu schauen. Voll gut. Das sind jetzt die neuen, die wir anholen können. Und das ist. Super, find's super witzig. Einmal haben wir Black Windows, a thief. Knowledgeable in using Windows 9.5. Sehr gut. Oder wir haben Maruto, often hiding in a leaf, slightly rounder than he used to be. Oder wir haben Mulan. She had to go undercover as a cow to conceal her identity. Das finde ich besonders gut, weil in Mulan, also in dem Disney-Film Mulan, da wird ja beschimpft ja Mushu zum Beispiel auch das Pferd als Kuh. Von daher finde ich es nochmal günstiger. So, wen davon wollen wir jetzt? Ich würde jetzt sagen, wir nehmen hier die Black Windows. Die sieht mir vernünftig aus. Obwohl, ja. Nee, die wird das jetzt einfach.
Außerdem darf die hier am Anfang erstmal hier ein Strength Camp besuchen. Nice. So, irgendwer darf jetzt auch diesen Coochie-Tunnel besuchen. Weißt du was? Das macht einfach mal sie hier. Weil sie ja gerade noch Zeit hat. So, dann bauen. Wir können... A pile of home... Rents homework? Okay, wir können sie nicht bauen. Sehr schade. Dann müssen wir jetzt schauen, wie wir da hinkommen. Okay. Dann müssen wir jetzt schauen, wen wir da hinschicken. Vermutlich gleich die Maria. Maria! Wenn sie jetzt gleich fertig ist. Sehr gut. Maria. Confirm. Was wissen wir die Leute? Über die Leute wissen wir nicht so viel. Obwohl hier, zack. Zack. Und... weil das immer noch ihr bester Wert ist. Zack. Low Risk. Dann fangen wir es mal an. So, unten sehen wir auch noch, wie es läuft. Und wieder effektiv. Ah, wir sehen, es ist aber nur noch effektiv und nicht mehr super effektiv. Aber trotzdem, S-Rank. Nice. New Skill Observation. Außerdem haben wir jetzt ein Blueprint für das Decryption Lab. Das heißt, wir können das irgendwo hin. Oh, we've got mail. Click on the mailbox here. Client request will be displayed here. You can click start accept request later on. After accepting a request, you will have a few days to complete each mission. Do note that some requests may require you to do multiple missions. Okay. If the mission expires, you fail a request and will have to compensate your client with some starch. So be careful with that. Let's get started. Who does love frozen food? Client, banana. Oder? Ant Boy and the Wasp. A spot got the wrong number and requested for pest control, but I think we can do this anyway. Okay, level. Mama. So, there's a wasp in my room. I'd be grateful if you could eradicate it. Aww. Good, aber... can we sie hier verwenden? Oder wir können auch Route B nehmen. Huch. Das ist die einfache. So. Das ist eine ongoing Mission. Achso, sie muss jetzt zu nach Hause. Ah, okay. Komm, darf weitermachen. Außerdem dürfen wir hier noch die Hausaufgaben irgendwo hinbauen. Und dann noch jemand Drittes anheuern. Domino, working on her Sixpack. Also haben wir hier 30, 40, 50 oder wir holen hier Michael Pulps. He can hold his breath underwater for the longest time. Ne, dann nehmen wir hier mal den Charmeur. Und bauen noch direkt mal seinen Strength aus, weil dafür Strength haben wir noch nichts. Schick, schick. Hier. Du darfst hingehen.
Genau, sobald die hier sich erholt hat, können wir auch mal die Mission machen. Bisher, Spy Story, ich würde noch nicht sagen, dass ich jetzt mir eine Meinung dazu bilden kann, einfach weil wir haben noch relativ wenig da jetzt gemacht. Wir haben jetzt gerade mal eine halbe Stunde dran angespielt. Aber es ist schon eigentlich ganz nett so besetzt. Es ist auf jeden Fall mal wieder ein bisschen anders als jetzt hier das bisherige, was man so von dem Holy Potatoes kannte. Und das finde ich gut. Tada! Thanks, I was really scared. Ich frage mich halt, warum wir jetzt den Weg 2 wählen konnten und dann einfach so quasi an allen vorbeilaufen durften. So. Genau, haben wir jetzt beendet. Sehr schön. Get reward. Nice. Kohle. Immer, Kohle ist immer gut. Also machen wir die nächste Mission direkt auch gleich. Die erholt sich so lange. Und, genau. The giant fridge is always locked. Help me gain access to the frozen root. Okay. Mysterious. Alert card. Was macht sie hier eigentlich immer? Ach, sie sucht neue Spies. Wir haben zum Beispiel Faceless. Spy with a lot of spirit. I thought it was spirited away. Haha. Oder Uncle Johnny. Ja, Mr. Bean hier, ne? Like a true English, like a true British gentleman. Sehr gut. Der Humor der Spiele. Der Humor der Spiele ist halt schon wieder ziemlich super. So. So, unsere Baracke ist eh voll anscheinend. Ist ja nicht gut. So, wir können jetzt mal schauen, warte mal, können wir sie jetzt mitnehmen? Sie hat jetzt halt ziemlich guten Wert hierbei. Und wenn wir jetzt sie hier wählen, confirm. Und jetzt die Route A wählen. Hier Void machen. Und hier Void. Scheint das Low Risk zu sein und wir können sie mal losschicken. Ja, dann darf sie jetzt auch mal was tun. Und super effektiv, wunderbar. Und durch. Ja. So. Genau, jetzt darf er erstmal hier weitermachen, weil er hat dafür sehr wenige Punkte. Sie hat ja eigentlich echt gute Punkte. Er darf trotzdem hier arbeiten. Nice. Bitteschön, bisschen Kohle. Außerdem könnten wir doch jetzt das Decryption Lab bauen. Great job, we have a Decryption Lab now. Look, the exclamation mark symbol. This signifies that we have codices to decrypt. Let's visit our decryption lab. So, decrypting codices will unlock rewards and new features. I'll leave it to you to decrypt the codex in your own time. Yup, decrypt. Ah. Das wäre sie. Gut, dann warten wir kurz, bis hier links durch ist.
Das stimmt, wir können mal hier mal Zeit boosten. So. Genau, Endtraining. Dann kann sie da nämlich jetzt dran arbeiten. Sie hier bitte, dankeschön, mit dem höchsten Intelligenzwert. Yes, please. Und du gehst mal wieder hier hin und du darfst gerade weitermachen. Cheesy Novels. Da gibt es ein Training dazu. Okay. The Ghost of Tomatoes, Edison. Tomatoes has Edison has bestowed upon me a flash of genius through telepathic brainwaves. That just means you have another terrible idea. Hey, you haven't even heard it yet. You know what could be cool? Our own gadget lab. I'll build the most legendary stuff ever. Fishing rods, boxing boxes wearing boxers, portable holes, a whale washer. First a decryption lab, now a gadget lab too. Wait, why do you even have to wash a whale? Build more mechanical arms. Speaking of that, we still don't know the identity of the mysterious doctor who built our arm after the explosion, Ren. Hey, arm, who created you? My mom gave birth to me, ha! Huh? This is why I didn't even bother asking. Hmm. Back to my gadget lab plans. First, I'm going to learn all about production design and gadget invention from Tomatoes Edison PTLD, yes? It's not easy to get an internship there. The competition is fierce and you need a top-notch resume. Internship? Ren, we're spies! Natürlich. Some tiles on the map are locked. We don't have much information about the whiskers and locked tiles. Okay. We can spend some starch and obtain intel later on. More intel also will improve the accuracy of risk level for the mission. Alternatively, you can go into the mission without intel and rely on our spy's best stats. We can save some starch this way. You can also find new routes by researching locked tiles. Different routes will have different sets of obstacles. Let's do this! Okay. Okay, also diese hier, diese weißen Flächen, die wissen wir nicht, wie es, was da ist. Wir können jetzt ein bisschen Geld draufwerfen. Oder... Ist euch egal, welche Route wir nehmen. Research and Lock. Okay. Also ich würde einfach sagen, wir schmeißen hier die Maria dazu. Die kann irgendwie alles am besten. Sollte halt mal hier Trick machen. Hier ist dann natürlich Evade. Und hier ist auch wieder Avoid. So, dann schicken wir sie mal los. Wird schon schief gehen. Das ist zwar genau die Befürchtung, dass es schief geht, aber. Aber die Rex erscheint schon sehr versessen darauf zu sein, irgendein Wal zu waschen. Und tada, wieder geschafft. Also aktuell ist das Spiel halt noch sehr einfach. Ich weiß nicht, ob es irgendwann nochmal schwieriger wird und ob wir irgendwann mal mehr Spies auf eine Mission schicken können, aber ja. So, wir können jetzt außerdem die Toy Factory bauen. Sehr schön. Dann müssen wir jetzt mal gucken. Achso, einmal die Cheesy Novels noch irgendwie. Achso, warte. Für das hier sah so aus, als würde es mehr Plätze brauchen, genau.
erstmal, wer bist du denn? Quikuk. These are all gadget templates. Gadgets can significantly boost our spy stats during a mission. We need to assign our spies to build these gadgets before we can bring them on the next mission. We can level up gadget templates, which will allow us to build better versions of our gadgets. Okay. We'll leave it to you then. Okay. Ach so, ich dachte gerade, da steht ein Baum. Mit. Weil sie da gerade so stand. Also außerdem wollten wir doch noch mehr Dinge bauen. Und zwar hier diese Cheesy Novels. So, außerdem können wir noch wen Viertes dazu holen. Mew Mew. Wow. Ich würde tatsächlich mal hier den Phelps zu holen, weil der echt gute Werte hat. So 43er Kampfwert haben wir noch nicht. Der darf das auch gerne weiter verbessern. Wow. Okay, ist auch direkt Level 2 geworden. Sehr gut. Ach ja, falls ihr irgendwann mal wollt, dass einer der Leute euren Namen trägt hier, dann sagt ruhig Bescheid. Nach Hamburg. Nach Hamburg kann ich leider nicht kommen. Das ist leider nicht drin. So, warte mal. Genau, erst sollte ich hier dieses Intelligence-Dings-Training machen. So. Einmal bitte von hier. Dankeschön. Training. So, wer darf. Genau, jetzt darf das der Forbes weitermachen. Hier. Bitte ihn hier. Und sie darf das hier machen. Catpaws. Treat silently while acting cute. And tread silently. New bonus with doors. 6% chance to activate. Achso, wir wollten hier mal die Mission machen, ne? Klein, next door. Our neighbors next door needs some help. Grandma Kathy. Was ist denn? I can't figure out how to save a picture of my cat in .png. Help me surprise my nephew with a framed photo. Achso, genau, wir könnten Gadgets auswählen, wenn wir wollen. Aber sonst ist, Mysterious. Welche Leute? Genau, gerade kann auch gar keiner arbeiten. Also wir haben hier, was war die Mission? Gut. Wir können mal den Phelps schicken, wenn es geht. Der hat ja fast alles. Und ist doch ziemlich gut in allen Werten. Aber schön, dass du da bist, Kiri. Wie geht es dir dann? Dipping Bar? Was ist denn eine Dipping Bar? Ah, to do their dips into a pot of ranch. Ranch Dressing oder was? So. Achso, nein. Das heißt, wir haben jetzt alle, für alle vier Werte können wir jetzt Leute ausbilden. Oh.
So. Der darf auch hier weiter machen. Ich will jetzt erstmal ihn hier haben. Für die nächste Mission. Dankeschön. Fups, komm her. Du weißt nicht, was geht bei dem. Dann hau den doch einfach mal in die Fresse. Und der ist ein, der schwach dagegen. Fang ich einfach mal an. Yay. So. Okay. Schön. Damit haben wir genau, damit haben wir unsere Mission auch wieder erledigt. Oh, die Mrs. Who schickt uns jetzt eine Aufgabe. Okay. Confirm. Haust du mal hier rein. Und wir weichen ihm einfach aus. Bin ja mal noch gespannt, ob da irgendwie... Also aktuell scheint das Gameplay jetzt... Ja, schon irgendwie witzig, aber... Es fehlt doch noch irgendwas, finde ich. So, Level 3. Weiß nicht, gerade packt mich das Spiel noch nicht so. Also es ist schon irgendwie cool, aber... Und schon witzig. Auch gerade die ganzen Witze sind witzig. Aber irgendwas fehlt noch. Ich bin auch heute aber auch müder, als ich dachte und erwartet habe. Das finde ich ein bisschen seltsam. Ich hatte eigentlich nicht erwartet, dass ich heute so müde bin. Ich habe relativ lange geschlafen und... Na ja, doch. Ich habe mich gerade gewundert, ob wir tatsächlich unsere vier Leute unterwegs haben, aber ja, haben wir. Also gerade ist es halt auch vor allem viel warten. Ich weiß nicht, es kam mir bei dem anderen Spiel jetzt nicht so vor, als würde ich die ganze Zeit warten. Aber vielleicht ist das ja nicht wahr, vielleicht
Habe ich da auch ganz viel gewartet und habe es nur nicht gemerkt. So, und wenn sie hier fertig ist, dann darf sie auch wieder weiter decrypten. Genau, also wie gesagt, dieses Spiel hier ist das neueste Spiel aus der Holy Potato Serie. Falls ihr das haben wollt, falls ihr selber dann doch irgendwie interessant findet oder weil ihr mal rausfinden wollt, wie ihr es denn findet, dann könnt ihr euch das entweder auf Steam holen oder auch auf Humble. Nee, auf Humble gibt es das gar nicht, noch gar nicht. Die alten Spiele, die gibt's auch dort. So, Decrypt. Ja, mach du das mal. Ja, das will ich auch, bitte. Dankeschön. So, wenn jetzt auch der Codex durch ist, dann haben wir unser nächstes Ziel erreicht, unser nächstes großes, und dann geht's weiter. Ah ja, und by the way, falls ihr euch wundert, so, ob ich denn jetzt mittlerweile Steam-Partner geworden bin, bei dem Steam-Link jetzt irgendwas von Gerun drin steht. Nein, ich bin kein Steam-Partner. Ich glaube nicht mal, dass Steam einen Partner-Modus hat. Also, dass man sich da als Partner anmelden kann. Ich habe nur angefangen, tatsächlich mal an alle Links, die ich dann so rumschicke, auch eben immer eine Source ranzuschreiben, damit das eventuell, wenn genügend draufklicken, dass eben bei denen in den Statistiken auftaucht, dass der ganze Traffic von mir kommt. Das ist so die Idee dahinter. So, wir haben jetzt für ein Fashion Yard. Okay, und wir können gefakte Apps bauen. Das ist ja weird. Aber hier bitteschön, ich will euch ja nicht aufhalten. Fatbird. Das ist ein Fatbird. Preferred in a mission list. Oh. There's a Fatbird stuck in a tree. It's squeaking really loudly. Let's save it. A charmer. Charmer. Maruto. Aber so wirklich charming ist der noch nicht so. Der sollte noch ein bisschen mehr cheesy werden. Unsere gute Rex ist sehr fasziniert mit Wahlen, scheint das. Kannst du es ja davon anfängt, so. Du sollst jetzt eigentlich, nein, nicht ins Decryption Lab. Du wirst hier nochmal cheesy werden. Gib. Komm, gerade weitermachen. Gerade weiter. Nein. Hier weitermachen. Wir haben sogar Geld dafür bekommen. So, einmal noch hier. Dann können wir den wieder weiterschicken. Was
Sie ist schon wieder fertig. Was kann man das? Du hier. You don't know anything about this. Ja, dann versuchen wir auszuweichen. Weak, ja, dann mal das hier. Und was es gibt, charm dich hier mal durch. So, wunderbar durchgekommen. Und irgendwen hat er, glaube ich, anscheinend geküsst. Auch der Maruto. Skandalös. Einfach irgendwelche Leute küssen. Kann ja wohl nicht sein. Geht mal einfach rum. Küsst irgendwelche Leute. So. We finally freed the fat bird. Whee! Isn't this a bird? A flying hamster? Wow, this must be a rare species belonging to the Pterocrus subfamily. Was perhaps a Pinkoptoroptotatocritetulu Gesundheit. Hamster. Yes. She seems distressed. Poor thing, she must have been so scared. Maybe she'll feel better if we give her a toy to play with? I go infiltrate Toys R Spots and... We have gadgets. Oh, my spy booger. Here you go. Aw, she likes it. When can we keep her as a pet? I'm not too sure about that. We can't just leave her here to fend for herself, right? Or are you really such a cold-hearted guy, Ren? I'm not cold-hearted. That means yes. Okay, let's give her a name. Du hast dir heute einen Hamster bestellt? Du hast dir heute einen Hamster bestellt, lieber Bison. Dann darfst du auch sagen, wie dieser Hamster jetzt heißen soll. Sollen wir ihn einfach Trudi nennen? Warum hast du Trudi bestellt? Warum bist du nicht einfach in den Laden gegangen und hast Trudi geholt? Wie wäre es Columbo? Columbo-Style, der seinen Hund Hund genannt hat. Der hat echt seinen Hund Hund genannt? Hamski. Oder... Halambo. Hamski sagt er. Na gut, dann nennen wir ihn Hamski. Hamski. I love to play with you, Hamski, but I've got work to do here. Hamski, you can go find Rex. Oh, what's this? Rex, take a look at this. Hamski went out with the gadget. We gave him and brought back some stuff. What? Maybe Hamski secretly spy too. Oh, clever Hamski. If we give her better gadgets, maybe she'll bring back cooler stuff. Okay.
Hemskill's board. Hemskill likes to pretend to be a spy. We can give her a gadget to play with. She has a gadget, she will come back with some rewards after a while. Neat, huh? I'll let you entertain Hamster then. Natürlich, was geben wir dem Hamster? Erstmal so eine Boxing-Box, damit es irgendwie in den es nicht leiden kann, umboxen kann. Zack. Yes. Hemski, flieg und sieg! Und hau Leuten auf die Fresse. Okay, so, jetzt darf der aber The Pulps. So, nein, du musst jetzt auch mal ein bisschen cheesy werden. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Das Pokémon zu verstehen, kenne die Gefahr. Guck, so schlecht kann es klingen. Dir vorstellen, da fliegt jetzt ein Hamster in der Gegend rum mit so einer scheiß Boxenglove und immer wenn du ihn nur dumm anguckst, sagt er so hihi und bam, haut dir voll mit diesem scheiß Handschuh eine rein. Hamski, flieg und sieg. Ja, die ist immer noch stumm wie rot. Also ich mag den Stil von diesen Spielen und ich finde sie witzig. Ich weiß aber nur nicht, ob sie wirklich so langfristig geil sind für mich. Das Einzige, was jetzt gerade unpraktisch ist, ich habe mal nachgeschaut, wir haben gerade, glaube ich, 9 Uhr. Und, oder? Wir können nochmal kurz. Wir haben 8:30. Und ich hatte ja heute eigentlich geplant, The Last of Us zu spielen, ne? The Last of Us. Das Blöde, nicht das Blöde, aber was halt heute ist auch noch die Testphase von Breach. Und Breach wollte ich euch ja schon vor einer Weile zeigen, konnte es dann aber nicht. Also letztes Wochenende wollte ich das ja tun, aber letztes Wochenende war ich dann einfach so kaputt von der Konferenz, dass ich dann einfach gesagt habe, nein, Andy geht schlafen, Andy muss Haier machen. Maple Story, sagte Kiri. Also ich bin ja auch nach der Suche noch nach einem MMO, das ziemlich cool, also das halt irgendwie mich mal so ein bisschen packt, wo ich ein bisschen Zeit reinstecken kann, dass ich dann auch wirklich in meinen Standard-Stream aufnehmen kann, aber ja. Iron. Ich weiß nicht. Maple Story 2, sagst du. Aber wir lassen jetzt. Warte mal, ich muss kurz jemand antworten. Genau, eventuell werde ich einfach mal so eine Umfrage machen. Eben im, keine Ahnung, auf Discord. Und dann sollen mir alle mal ihr liebstes MMO schicken. Weil ich weiß nicht so genau, welches ich nehmen soll. Ich würde ja schon irgendwie. Wir können natürlich auch mal ein bisschen durchgehen, also ein bisschen Zeit mit allen verbringen, die ihr so vorschlagt und dann schauen wir mal, welches am geilsten davon war. Schade ist bloß, eigentlich hatte ich ein bisschen vorgehabt, für Neverwinter ein bisschen Content zu machen, weil die gerade eigentlich einen Sponsored Stream hatten, also eine Sponsored Stream Möglichkeit, aber ich glaube, die habe ich jetzt leider verpasst. Terra. Oh, da war doch auch noch irgendwie was anderes. Ich guck mal kurz. Ich glaube, da war doch noch ein anderes. Das auch gerade. So. Ja, also ich glaube, Terra hatte ich auch, glaube ich, schon mal gespielt. Ich bin mir aber gerade auch nicht mehr sicher.
Black Desert Online. Ja, Black Desert Online, das wäre tatsächlich auch relativ einfach, weil es so oft im Angebot ist und dann irgendwie für 5 Euro. Und dann ist es halt einmal zahlen, nie wieder danach. Gut. Ich merke gerade, ich muss kurz aufs Klo. Deswegen, ich sehe euch gleich wieder. Bin mal kurz weg. Und dann sehen wir. Schau mal. Bis gleich. Good evening, mesdames et messieurs. Schön, dass ihr da seid. Da bin ich wieder. Spiele wie Black Cost, das ist alleine echt schwere Kost. Ja, deswegen würde ich gerne halt ein Spiel finden, dass wir uns hier vielleicht als Community gemeinsam anschauen könnten und dann auch gemeinsam spielen könnten, ne? Das fände ich cool. Weil, ich spiele schon gerne so MMOs und ich suche halt schon seit einer ganzen Weile wieder nach einem, das mich so wirklich, da wo ich dann wieder eine Weile mitspielen kann und Spaß haben kann. Und ja, ich fände es cool, wenn da ein paar Leute mit dabei sind. Und guten Abend, Gamehubler, schön, dass du auch reinschaust. Aber Kiri, was ist denn deiner Meinung nach so,
so geil an MapleStory. Bisher habe ich, glaube ich, gesehen, dass es, glaube ich, war das nicht Sidescrolling sogar? So ein Sidescrolling-MMO. Ich muss dazugeben, hat das nicht so einen guten Eindruck auf mich gemacht. Ach so, so Hard-Content muss ja auch nicht drin sein. Ich werde da nicht so viel Zeit drin versenken können, allein weil du weißt ja, wie mein Streaming-Schedule hier ist, ne? Von daher, ich glaube da nicht, dass wir so viel Zeit da rein investieren können. Also mir geht es ja nicht um den Stil, mir geht es eher so um den, ist es so ein Side-Scrolling-Ding oder ist es tatsächlich immer eine offene 3D-Welt? So. Ja, du machst einfach weiter. Und weil gerade niemand anders da ist, machst du das hier. Achso, wir könnten auch mal wieder einen neuen Menschen hier dazu holen. Wir könnten die Cat Lady nehmen. Dangerous, clever and resourceful. Cat-like Reflexes. Die Cat Lady. Ja, würde sagen, hier mit fast mit 100 Punkten. Achso, was, wir haben... Wir sind voll? Skandalös. Klein Thais. Infinity Glove. Someone lost a precious glove. Ja, klaro, machen wir. Die scheint so unglücklich zu sein. Mit diesem Assignment. So, dann schicken wir sie jetzt halt mal hier auf Mission, ne? Also, es gibt nur eine Route. Führt bis da, von da nach da. Und so, wir haben jetzt auch alle unsere Viere. Wissen aber nicht viel über den hier. Das ist natürlich unpraktisch. Der ist total leicht dagegen. Dann auch hier. Charming Guard. Resists. Weak. Harmless Puppy. Und da nehmen wir einfach dann unseren besten Wert. Medium Risk. Probieren es mal. Warte, was ist die Mission? I lost my glove, which has 6 precious stones gems embedded in it. Please help me find it. Okay, wir helfen gerade dem Bösewicht hier die Welt zu erobern. Das ist nicht gut. Pagan Online, last trial man. Vielleicht ist das ja deine Richtung. Kannst du mir das gerade nochmal im Discord schicken? Das wäre wohl super. Dann schaue ich mir das dann später mal an. Are those Japanese rice cakes? Oh, yummy. Oh, no. Huh? It's mochi. Rexa, you have to pull yourself together. You can't burst into tears every time you get reminded of mochi. Last time I said motivation, this happened too. She thought I said motivation. I miss Papa and Mama and Mochi. Poor innocent Mochi. The explosion in the house. If only we knew what was going to happen back then. 1 year ago. Happy birthday, Ren. I love it that we share the same birthday. Ooh, my favorite mega upsized triple cheeseburger. Birthday breakfasts are the best. Wait a minute, Rexa. Watch this, I'll devour the whole burger in one bite. Ow, my teeth! Darn it, Mama, Papa. I was about to warn you. You know that's how they do our birthday treasure hunt every year. Did you already check your food? Yep, this one's a real egg. Let's open our capsule eggs. There's a note inside. The opposite of a place polar bears call home, where penguins do not roam. Polar bears and no penguins. Isn't that the Arctic? The opposite of the Arctic is... Huh. Mine says... Someone who sells things. Happy 11th birthday. Our sweet potatoes. Someone who sells things. A seller? A winterwear shop. I don't think there are any such shops nearby. Arctic... Attic?
Oh, the opposite of the attic is the basement. Someone who sells things? Seller. Seller! Oh no, that really needs to stop the puns. To the basement. Let's go. Coast is clear, Rexa. You can come down now. Yay, we made it here. Now to locate our presence. Rexa, did you hear that? So, es gibt halt leider noch nicht so viele Informationen. Versuchen wir mit Maple Story 2. Ja, Kiri, aber was ist denn so toll ans Maple Story 2? Du sagst jetzt so, probier das. Aber sag doch mal, warum hier? Ich hab schon eine Weile gespielt. Man muss auf den knuffigen Look stehen. Okay. Ren, Rexa. What's going on? A Galaxy Spot 7 phone has been confirmed to be the cause of the explosion. Unfortunately, two Spots have perished in the accident. Their daughter has escaped with minor injuries. Their son has lost an arm while shielding his twin sister from the impact. He's now recovering in the ICU. Such bravery. Sometimes I wonder why my brain keeps replaying painful memories against my will. Anyway, I've got an idea to cheer Rex up. Can I lend a hand? I may come in handy. Not like I have a choice. This isn't going to be anything dangerous, right? I'm going to enter our old house to fight Mochi. Can't you just buy Mochi from the nearby Japanese food stall? Mochi is Rex's space cat plushie toy. Okay. Let's go to build mode to check it out. So, build mode. Hooray, I can't wait. Decorations. Oh boy, I can't contain my excitement. Decorations add nearby add decoration points to nearby buildings. Higher DP results in building operating more efficiently. Oh, okay. Sometimes putting a certain buildings near each other will trigger spot bonus. Do experiment to try to find a next combination. Let's make our HQ look awesome. Okay, würde sagen, wir packen das hier hin. Da hat das nämlich richtig viel Effekt. So. So, können wir hier auch... Rex seems gloomy lately. Maybe she will cheer up if we retrieve a plush cat Mochi from her old house. So, können wir irgendwie... Ja, komm hier, nehmen wir mal den hier. Okay. Machen wir Void. Hat er gute Werte drin. Ist das hier? Wissen wir nicht. Dann gibt's einfach eine Zwiefresse rein. Wissen wir auch nicht. Passerby, der ist nicht mal involviert. Aber wir wissen, dass er dagegen schwach, dagegen immun ist. Mach das hier. Weak, Void. Achso, geht grad nicht. Schade. Da ist gerade eine andere. Ein simples Gameplay, eine simple Mechanik, viele Aktivitäten. Okay. Knapp. Knapp, knapp, knapp. Okay. Wäre doch fast hier in die Hose gegangen. So. Get reward. Medium Risk. Könnte natürlich auch kurz rausfinden, was es ist. Ah, ja, Route C ist auch okay. Da sind wenige Leute. Trick. Der kriegt die Fresse. Und er ist dagegen. Einem von diesen beiden Plätzen. So, der hier. Ach, Mysterious Guard. Toll, haben wir nicht mehr rausgekriegt. So,
So, Maruto, geh mal dahin. Du, geh mal hier weiter. Sei es nun Angeln oder kleine Minigames, viele Dungeons etc. Und was auch echt cool ist, Spieler können eigene Klamotten und Skins erstellen und die dann in-game verkaufen wegen der Echtwährung. Cool. Okay, dann werden wir uns mal Maple Story irgendwann anschauen. Und hoffentlich finden wir. Hoffentlich ist es cool. So. Unser Michael hat's geschafft. This is boring. Can we go back? No one has asked you to come. Hey, look, something fat and blue. Mochi. Mochi's still in one piece. Gotcha. What did your superhero dive? It is required. I'm very sure I heard something. Something going on in the basement. I'll go check it out. What? No, I'm tired. It'd go alone. You, Ty, you just leech onto me while I do all the work. You can wait outside the house. I can't, we're attached. Guess you don't have a choice then. Also, you are not my girlfriend. Das ist gut zu wissen, dass das nicht deine Girlfriend ist. Das wäre weird. So. Oh, sweet, let's help this spot get a date. The blueberry hat einen Crush. Na gut. Apple of my eye. My crush, Apple, loves apples. Help me obtain the reddest, sweetest apple to impress her. Okay. Mal schauen. Wen haben wir denn da? Okay. The most trickiest. So cheesy novels. Macht die da noch? Achso, nein, die ist auch fertig. Ja, dann komm, lass doch mal die Super Mario Videos machen. So, hier. Trick. Trick. Und. Ach, weißt du was? Den, die legst du auch ein. Und das, genau. Wie frei ist man denn eigentlich in so in dem Herstellen von Kleidung, Kiri? So. So, Barry, I want to make the best blueberry pie for my crush, but I don't have another one. Help me sneak into the school kitchen. Natürlich helfen wir dir. Schulküche. Definitiv. So weird. Sie ist gerade bereit. Dann machen wir das doch hier. Avoid. Ist die Frage. Random Dude. To Mr. Bean. Schon wieder der Mr. Bean. Einfach alles mit Avoid. Ein Level ist. Charmer. Das heißt, wir müssen den hier. Okay. Man muss jetzt hier erstmal
Ah, so, hier. Den hier. Oh, komm. Scham würde ich mal hier durch. Tada! Der Marudo hat's geschafft. Jetzt kann er jemanden zuzwinkern. Sehr schön. So, hier kriegen wir also Geld für. Schön. Als nächstes geht's in die Basement. Oh, du, Hemsky hat was. Hat Gold gefunden. Yeah. Guter Hemsky. Der muss jetzt gleich wieder auf Mission rausgehen. Hier ist so ein bisschen das Klicken total nervig. Rote B. Direkt schon mal weniger Leute. Das gefällt mir. So. Den können wir leider nicht niederprügeln. Sehr schade. Den können wir auch nicht niederprügeln. Analyst, achso, wir müssen unsere Dings da. Weiß die überhaupt gerade. Ist die überhaupt gerade frei? Achso, die, ja. Hat gerade erst das Ding angefangen. Ja, kommt dann noch zu. Ach so, scheiße. Jetzt habe ich gerade die Maria wieder hingeschickt, obwohl ich doch eigentlich gerade die wieder eigentlich haben wollte. Was? Oops. This is all your fault. This is all my fault. If you weren't on the card of building a whale washer. Hey, the whale washer was of extreme importance. If you weren't busy watching Nikki Spinar's livestream on YouTube. Seriously, the time I spend watching videos is not even half the time you spend on your whale washing endeavors. Anyway, we should have prioritized our main mission and made sure our spies were well prepared. Seems we'll have to close down McAgency phase. Ich hab nicht drauf geachtet. Fuck. Das ist. Ist irgendwie. Das war jetzt gerade ein lame. Lame ist Game Over. Ist jetzt
Wenigstens noch gespeichert. Ach, Burp. So, Guild Wars 2. Guild Wars 2 wäre natürlich witzig. Vor allem, also ich habe ja schon... Ich stehe schon wieder auf meinem Kabel. Ich habe ja vor allem Guild Wars 1 auch schon gespielt. Das fand ich ziemlich cool. Und genau, das fand ich auch eigentlich ganz nett. Könnte man überlegen, das mal so in die Rotation mit aufzunehmen. Es ist ein bisschen seltsam, das ist jetzt ein bisschen blöd. Es wäre jetzt, also jetzt zum Beispiel wäre so der Punkt angekommen, wo ich dann normalerweise dann auch so ein Spiel beende. Jetzt will ich aber um 10 tatsächlich Breach anspielen. Und eine Stunde jetzt irgendwie in The Last of Us reinklicken, ist halt auch doof. Aber ich muss zugeben, ich habe auch irgendwie keinen Bock mehr auf dieses Spiel. Das ist total seltsam, ne? Das ist... Ja, die Planung... Ja. Das Ding ist, erst ab 22 Uhr ist halt die Beta offen. Ansonsten würde ich natürlich sagen, so, pff, ja, ich habe nicht gesagt, dass ich... Machen wir jetzt einfach direkt jetzt. Oh ja. Warte mal. Mir fällt gerade auch ich ein, ich habe, glaube ich, auch noch gar nicht geschrieben. Also ich habe noch gar keinen Tweet dafür geschrieben, dass wir dann nachher auf Dings wechseln. Das heißt, ich werde das jetzt machen. So, also, genau, wer kennt denn eigentlich von euch schon Breach? Das ist ja, jetzt ein Spiel, das, wann kommt denn das? Keine Ahnung, so nächstes Jahr irgendwann vermutlich. Und bis jetzt ist halt erstmal immer wieder Alpha angesagt, also. Ja, Yukano, das Ding ist, wenn erst in einer Stunde die Beta anfängt, dann kann ich, selbst wenn ich jetzt nicht lange überlege und selbst wenn ich sage, so, ich will das jetzt spielen, dann funktioniert es trotzdem nicht. Ansonsten würde ich nicht so lange überlegen, ne? Ja, das Ding ist, ich habe aber keinen Bock. Das ist das Traurige daran, Yukano. Ich habe halt eigentlich... Also ich will nicht irgendwas spielen, nur jetzt um Zeit zu vertrödeln. Weil irgendwie ich habe... Es ist nett, aber irgendwie dieses Gameplay, es ist... langweilig. Ich sag's, wie es ist. Langweilig, sorry. Vielen, vielen Dank nochmal für den Key, aber trotzdem ist es langweilig. Es ist ein bisschen schade. Ja, Kurzzeitaktivität. Genau, deswegen schreibe ich jetzt einfach mal für den Tweet für nachher, weil, wie gesagt, nachher will ich ja das Spiel spielen, also to Breach, deswegen ich müsste mal einen Tweet noch dafür schreiben, so. Das ist tatsächlich auch nur ganz kurz, wir können das auch nur, glaube ich, 2 Stunden spielen. Einfach... zum kurzen Alpha-Test von Breach. So. Dieses Spiel, das ich euch ja schon im Gamescom im Loot-Stream. So.
Genau, so, Text ist geschrieben. Sorry dafür. Ich musste mich dafür kurz mal konzentrieren. So. Let's go MapleStory. Wir sollen jetzt eine halbe Stunde MapleStory spielen. Ich hab's mir auch tatsächlich auch überlegt schon, muss ich zugeben. Aber das nicht mal machen kurz. Ich habe keine Ahnung, wie lange es. Das ist, Problem ist halt, wie lange braucht es zum Runterladen? MapleStory 2. Was sagt denn Steam dazu? Das sind 10 GB. Das Estimated Download Time, halbe Stunde. Ja, wir können es runterladen und dann, wenn der Download fertig ist, dann können wir auf Breach wechseln. Genau, Kiri, aber die. Ja. Warte mal, komm, wir schalten mal auf Download und dann vielleicht ist es ja doch schneller als gedacht. Ich glaub's ja nicht. Nee, genau, wir können ja kurz mal drüber reden, was ich an dem Spiel. Also wir können so lange darüber reden, was ich an dem Spiel nicht gut finde. Hier dieses Micromanagement ist irgendwie. Das macht mich gar nicht an, dass ich hier alle paar Minuten hier mal draufklicken muss auf Keep Training. Puh. So mühsam. Dass wir jetzt gerade irgendwie tatsächlich die Hauptmission gefailt haben, weil irgendwie wir die Zeit vergessen haben. Weiß nicht. Da fand ich es gut, dass vorhin mal gesagt wurde, sogar 6 Tage vorher so, hey, oh Gott, die Hauptmission, wir werden sie noch verpassen. Und ich denke mir so, ja, 6 Tage sind jetzt schon ein bisschen viel. So 3 Tage vorher, jetzt da so mal ein Reminder gewesen. Wäre passender gewesen. Genau, außerdem müssen die sich ja ganze Zeit hier drin erholen erst wieder. Und, weiß nicht. Auch, weiß nicht, langweilig. Es tut mir total leid. Weil es ist so nett. Der Grafikstil ist total cool und also das Design von den Charakteren. Dass wir hier eine Super Mario haben, ist witzig. Ist witzig. So vieles ist witzig daran. Aber irgendwie reicht das nicht. Hier unser Onkel Johnny. Dass wir Gegner haben, die da hier der Mr. Bean sind. Oder wo war's? Hier genau, da hat man hier Mr. Bean, Buckingham Palace Guards, Prince Charming, dethroned, bad idea to charm this one. Oder hier die aus Street Fighter, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, die eine Kämpferin. Heightened sense of awareness, drinks 10 cups of coffee daily. Ich find's auch witzig. Und wir können mal schauen, ob wir vielleicht hier noch rausfinden, gibt's das Spiel auf Deutsch? Gibt's das Spiel auf Deutsch? Keine Ahnung. Back to start. Yes, back to start menu. Cass ist Cammy. Achso, das ist Cammy. Ja, das ist genau so hieß die. So, Sprache. Das auf Deutsch stellen, so. Genau, vertreten wird das ja hier durch The Dalek. Und was mich jetzt allerhöchst noch interessieren würde, hier bei einem neuen Spiel, wenn wir jetzt ein neues Spiel starten, am Anfang gab es ja doch viele Wortwitze. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie gut die Wortwitze übersetzt worden sind, ne? Wir schauen jetzt, das machen wir jetzt halt noch für die letzte Stunde, weil mir fällt halt auch nichts mehr Sinnvolles ein. Und dann denke ich mal, weil es ist ja klar, also mir macht das keinen Spaß, aber es könnte sein, dass es jemand von euch da draußen Spaß macht und das jetzt einfach noch mal wissen wollt, wie es dann jetzt so Englisch zu Deutsch, ne? Übersetzen gewesen. Mein mechanischer Arm macht in letzter Zeit seltsame Geräusche. Ich könnte schwören, dass er mit mir redet. Soll das lieber für mich behalten, sonst leider noch mein Image als cooler Typ. Ach, ich lach mich tot. Ein sprechender Arm. Oh Mann, ich hab nicht gesagt, das bildest du dir ein. Genau, Takeshi heißt der. Seht euch die Speckkartoffel an. Und das auf. Das haben sie in Englisch gelassen, aus irgendwelchen Gründen. Kiddo. Oh Gott, wie hieß der? Wie hieß der auf Englisch? Der hieß auch anders. Gar nicht? Das ist ein schlechter Lügner. Sah aus wie bestes Erpressermaterial. Hast du was selber gepostet? Natürlich nicht. Für meinen Blick auf Wastebook. Ach, Wastebook heißt das hier.
auf... Interessant. Auf Englisch heißt das Tastebook und hier ist das, heißt das Wastebook. Und dann macht auch hier dieses Wasted halbwegs Sinn. Vor allem Blick rein auf Wastebook. Takeshi und seine Gern haben mich reingedacht. Und der, auf Englisch heißt der Jian. Und hier ist der Takeshi. Ah, dieser Vieh. Ich habe gehört, er klaut den Jungknollen ihre Pausenbrote und presst ihnen obendrein das Essensgeld ab. Da ich jetzt diese Spionageagentur habe, könnt ihr mir nicht helfen? Findet immer neue Wege, mich zu demütigen. Jetzt weiß ich, warum er Kiddo heißt. Oh, dammit. Das hat lang gebraucht. Weil schaut mal. Schaut doch mal seinen Anzug an. Und dann fragt euch mal so Film und Fernsehen. Kennen wir da irgendwen, der auch Kiddo genannt wird und so einen Anzug hat? Und dann kommen wir drauf auf hier, oh Gott, wie hieß denn der Film nochmal? Hier mit Uma Thurman. Ein Kill Bill, genau. Dankeschön, Bison. Genau. Und dann heißt sie auch Kiddo. Benutze deine Fäuste, Kumpel, und ziehe direkt auf seine Knoll. Aber Gewalt ist nicht gerade die eleganteste Lösung. Ich bin hier auch einen nicht schädlichen Turbo-Sparschäler. Oh, Turbo-Sparschäler. Ich weiß nicht, ob's. Ich glaube, es war nicht. War das tatsächlich auch ein Sparschäler in der englischen Version? Oh ja. Dann machen die deine Begegnung mit Takeshi nicht mehr arm. okay. Ja, und du wirst nur erreichen, dass man Kiddo rauswirft, eine Waffe mit die Schule nehmen. Blöde Idee. Nicht blöd, wie der Arm jetzt eben. Was Glück, Kiddo. Ren, ich werde deine Probleme aus der Welt schaffen. Wann soll das deine Aufgabe für Spione sein? Hör nicht auf ihn, Kiddo. Wie Adalbert Dreistein. Aber warum Dreistein? Und warum Adalbert? Keine Ahnung, weil Albert Freistein. Hätte ich jetzt noch verstanden, weil so, na, was macht man mit Potatoes? Nein, man brät sie. Aber Adalbert Dreistein? Eins sagte, große Knollen haben stets heftige Gegnerschaften in den Mittelmäßigen gefunden. Deshalb, wenn ich sage, ich mittelmäßig bin, könnte ich mein Problem mit Kashino lösen? Natürlich, wir kümmern uns drum. Okay, das ist witzig. Also die Agentur heißt, im Englischen heißt die halt Spuds, also was halt Knollen heißt. Und im Deutschen ist es erstmal das Akronym dafür Beet. Ja, aber... Ja, Einstein, Zweistein. Aber warum dann Dreistein? Das hat drei hat auch nichts mit Kartoffeln zu tun. Ich hätte ja verstanden, aber Neinstein, weil dann wäre das wieder sehr deutsch. Und Kartoffeln. Und ihr wisst schon. Nein, nein, nein. Okay. Omelethausen. Interessant, dass da die Animation nicht geändert wurde. So. Nein. So, ja, genau. Genau, das heißt immer noch Super Maria. Mama Maria, ist das nicht die berühmte Kartfahrerin? Ja, immer noch. Ja, komm, ich will sie anheuern. Online-Kurse bestätigen. Meinetwegen, auf geht's. Genau, wie ist das eigentlich auf Deutsch? Weil auf Englisch ist das immer Let's go! Und auf Deutsch ist das. Wie heißt das auf Deutsch? Bei dem Mario. Gibt's das überhaupt? Vermutlich nicht, oder? Weil der immer nur auf. Hat er eine deutsche Synchronstimme? Hat er den Spruch überhaupt auf Deutsch? Auch let's go. Okay. Ja, blöd. Das heißt, da haben sie hier quasi einen Fehler gemacht. Ja, seit normalen Knollen unerwünschten Tiefen meines
Allerdings schon aktivieren und... Oh man, kannst du nicht einmal etwas Normales sagen? Wie wär's mit, hey, ich habe eine blöde Idee. Hey, du hast doch noch gar nicht angehört. Alexa, wir brauchen nur eine meiner großartigen Erfindungen, einer Idee, die Popelwanze. Ich platziere sie einfach in taktische Zimmer und warten, bis irgendwas interessant über ihn erfahren. Das ist ziemlich eklig. Aber könnte funktionieren. Wehe, wenn du jemals meine Finger zum Nasenboden verwendest. Die Wanze macht übrigens leise Geräusche, aber es wird schon nichts merken. Auf geht's. Ich finde irgendwie seltsam, dass sie da sagt leise Geräusche anstatt halt piepende Geräusche, wie es halt im Original ist, aber... Okay, die Mission heißt hier Hänsel und Popel. Ich find's super. Also ich glaube, da durften erstmal alle Leute, die so die dümmsten Wortwitze haben, erstmal hingehen und alles auswählen. Hänsel und Popel, hallo, bester Wortwitz. Ja, hier austricksen. Doch schon. Schön. Risiko klein. Nun aber geplant. Was? Nun aber genug geplant. Mama mia, es geht los. Ja, genau, es geht los. Hier. Bereit für etwas Action. Showtime. So, ja. Hier ist der Arc-Wohnzähler. Was? Der Arc-Wohnzähler? Der Arc-Wohnzähler. Diese Knopf kannst du drücken, wenn du eine Mission abbrechen willst. Spione brauchen mehr Zeit zum Erholen, wenn deine Mission fehlgeschlagen ist. Wenn es brenzlig wird, platziere so lieber die Notbremse. Achso, die Stierwache ist aus. Das war super effektiv. Lästige Wache. Zeichen. Das war effektiv. So. Tada, die Mission geschafft. Superb A, B, C und D. Versuchen wir unser Bestes. Okay, da wurden die Telespuddies auch nicht benutzt, aber die Telespuddies. Die Telespuddies heißen ja im Deutschen auch so. Hm, was ist das für ein Geräusch? Ach, egal. Das war ja die reinste Goldgrube, Leute. Seht nur, was wir da haben. Vielleicht verletzt sich die Seele doch in ihm steckt. Der Oberfiesling Takeshi hat einen Plüschhasen. Ich weiß genau, was wir damit anfangen. Wir machen das zu seinem neuen Wastebook-Profilbild. Das klingt knifflig. Wir sollten unsere Spione gut darauf vorbereiten. Ja, ja. Weil es war aufregend. Mein Herz klappt immer noch wie verrückt. Wie nach einem guten Rennen. Jetzt bin ich müde. Zeit zur Basis zurückzukehren und in der Kaserne ein Schläfchen zu halten. So, dann geh du mal nach Hause, Maria. So, nächste Mission. Das ist der Baumodus. Also ich will halt vor allem wissen, wie gut sind denn die Wortwitze, weil ich bin ein großer Fan von Wortwitzen und wenn die nicht ordentlich übersetzt sind, dann bin ich immer ein bisschen traurig. So, ja. Hier ist okay. Ich will auch hier nur die Zeit schneller machen. Please. Please. So, Training beenden. Gut, Mission. 5-mal den Hüpftunnel. So, dann hier kommt. Meine Super Maria. Let's go! Der hier austricksen. Interessant heißt auch hier heißt der Dustin Powers und nicht Justin Powers. Aber witzig ist jetzt, dass irgendwie mir klarer geworden ist, dass das Austin Powers sein soll. So, auch mit dem... Und Tadashi 13? Der kommt, also vom Gesicht her kommt mir das auch bekannt vor, irgendein Anime bzw. Manga-Charakter. Ich habe eine kleine Codezeile hinzugefügt, die verhindert, dass man das Profilbild ändern kann. Mir tut er mir jetzt leid. Wir haben ihm nur eine Dosis seiner eigenen Medizin verabreicht. Ich entferne die Codezeile hier wieder. Aber erst, wenn Takeshi unseren Kumpel Kido in Ruhe lässt. Danke, ihr beiden. Ihr seid wahre Freunde. Wenn ich nicht so ein Feigling wäre, würde ich sogar als Spion bei euch anfangen.
Kannst es jederzeit beitreten, wenn du bereit dazu bist. Heilige Kartoffel, das kennt 3D-Ausdruck, Bruderherz. Das ist eine Diskette. Laut meiner Aufzeichnung dienten diese Dinge im 20. Jahrhundert als Speichermedien. Die sind älter als USB-Sticks. Wow, das ist ein echt seltenes antikes Artefakt. Da finden sich bestimmt tonnenweise geheime Informationen. Ja, vielleicht nicht gerade tonnenweise. So eine Diskette hat fast nur 1,44 Megabyte. Was? So viel braucht zu wenig Platz. Irgendwie die Idee, wie man das Ding entschlüsselt. Es leuchtet für Inspiration, strahlt auf mich herab und erfüllt mein außergewöhnlichen Verstand mit. Komm zum Punkt. Wir brauchen ein Entschlüsselungslabor. Was wir dort entschlüsseln, nehmen wir Codex. Das klingt wunderbar geheimnisvoll. Software und Schemata herbeischaffen und unsere Computer ausrüsten und Chiffriermaschinen bauen. Und dann hacken wir uns. Jetzt beruhige ich erstmal, das ist nur eine Diskette. Hey, da könnten wichtige Informationen drauf sein. Okay, dann bauen wir eben dein Labor. Okay, also das war jetzt nochmal der Anfang auf Deutsch. Ich wollte nur mal kurz herausfinden, wie halt so der Wortwitz-Level ist. Wir haben herausgefunden, der Wortwitz-Level ist okay.